4 Jahre lang war Hartmut Meierhofer Trainer bei Frisch auf Göpping. Heute traf er mit seinem neuen Club, dem HC Erlangen, in einer hoch angespannten Situation auf den alten Club, wo mittlerweile Markus Bauer an der Seitenlinie steht. 16. gegen 14. Beide wollen dringend weiter nach oben in der Tabelle. Und Göpping in Weiß von links nach rechts mit dem besseren Start. Spielten hier mit Selbstvertrauen nach dem überzeugenden Heimerfolg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Klare Abläufe im Angriff. Scharatz erfolgreich für die Gäste. Auf der anderen Seite der HC Erlangen wieder mal zunächst mit Schwierigkeiten im Angriff. Statistisch gesehen stellt der HCE die schwächste Angriffreihe in dieser Saison ligaweit. Taten sich erneut schwer. Zechel mit dem 7:9. Frisch auf Göpping insgesamt die klar bessere Mannschaft in den ersten 30 Minuten. Allein die Führung hätte deutlich höher ausfallen müssen zur Pause. So war es nach dem verwandelten 7 Meter von Veit Mevers nur eine Ein-Tore-Führung. Übrigens, das klappte endlich mal gut bei Erlangen. Alle 4 7 Meter verwandelt von Veit Mevers. Das Ganze unter den Augen von FCN-Sportvorstand Dieter Hecking. Zweite Hälfte und jetzt machte Göpping zu viele Fehler. Und der HCE fightete. Und es wurde immer umkämpfter, es wurde immer heißer und hitziger in der Arena Nürnberger Versicherung. Es ging hin und her im zweiten Abschnitt. Dann wieder Göpping mit der Führung. Jaka Malus. Man spürte zu jeder Zeit, was auf dem Spiel stand. Viel Druck, viel Nervosität zu sehen auf beiden Seiten. Aber der HCE war stabiler im zweiten Abschnitt und durchschlagskräftiger und hatte mittlerweile das Momentum auf seiner Seite. Büdel zur 3-Tore-Führung. Erst in der Schlussphase konnte sich Erlangen absetzen. Göpping hatte noch seine Möglichkeiten, machte aber insgesamt 15 technische Fehler, viel zu viel am heutigen Tag. Und dann machte Antonio Metzner schlussendlich den Deckel drauf. 28:26. Ein Kampfsieg für den HCE und ein verzweifelter Markus Bauer, der überhaupt nicht zufrieden war mit der Leistung der Schiedsrichter. Und Krešimir Kozina hatte noch eine weitere Analyse. Die Gründe für die Niederlage. Am Ende ein paar technische Fehler zu viel. Ich finde, wir kommen sehr gut ins Spiel. Sieht man, dass alle wirklich wollen. Und der Kampf war da, auch die Leistung, besonders die ersten 20 Minuten. Und ja, dann endet die erste Halbzeit. Machen wir ein paar dumme Fehler auch in der Abwehr, ein paar dumme 2 Minuten. Und Erlangen kommt zurück. War sicherlich technisch nicht alles Gold, was da gerade glänzt. Wir haben aber echt viel in die Waagschale geworfen, was so kämpferische Einstellung und Leidenschaft betrifft. Und damit haben wir es heute gezogen. Ja, der HC Erlangen zeigt sich endlich wieder resilient und fightet sich zu einem ganz wichtigen Heimerfolg.